That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. Yeah. And don't forget to jog. Ich bin Niklas Scholz aus Halle Saale, aber alle nennen mich Alle nennen mich wie? Alle nennen mich Fischi. 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 Fischi, das ist Ronny, Babsi, Mo und Bill und Tom, Team Toll. Herzlich willkommen bei The Voice. Dankeschön. Willkommen. Dürfen wir dich Fischi nennen? Wie bitte? Dürfen wir dich auch Fischi nennen? Ich bitte drum. Ein Traum. Fischi, wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre. Yo, du bist fucking jung. Ja. Und du hast abgerissen. Ey, es war unfassbar. Du bist auf jeden Fall super special. Für mich das erste Talent in dem Bereich. Also du hast deine komplett eigene Lane. Aber das Allerwichtigste ist eben, dieses Publikum so abgeholt zu haben. Ja. Ich gucke immer auf die Gesichter allererst. Weil ich höre deine Schritte und ich will... Und du bist hier Liebes Publikum, liebe Coaches, leider haben wir ein technisches Problem. Unsere Beschallung im Studio ist tatsächlich ausgefallen. Oh nein! Ey, ich glaube wirklich, dass die Beschallung gerade kaputt gegangen ist durch seinen Gesang. Durch den Gesang. Ja, gerade den Gesang. Fischi, du hast was verpasst, das hab ich echt gedacht. Ja! Hatten wir noch nie. Das war noch nie kaputt. Das hat der kaputt gesungen. Wie geht denn das? Hallo? Hallo, hallo? Ah, jetzt hören wir mich, oder? Ja. Okay. Okay, wir haben ein kleines technisches Problem, aber ich kann meine Emotionen gerade nicht im Zaum halten. Ich muss es dir jetzt sagen. Du hast das, also als du reingekommen bist, hat das ganze Publikum angefangen zu grinsen. Du hast einfach eine Präsenz. Kannst du mir noch ein bisschen mehr von dir erzählen? Was machst du beruflich? Das ist wahrscheinlich dein Nummer eins Ding, was du den ganzen Tag machst. Also ich bin hauptberuflich. Oh. Also ich bin hauptberuflich Kfz-Mechatroniker und ja, den Rest meiner Zeit mache ich eigentlich nur Musik. Und wieder zurück. Das ist eigentlich noch lauter. Hahaha, das geht noch richtig laut. Es war eine total geile Performance. Du bist reingekommen, du bist Risiko gegangen, du hast voll rausgehauen. Die Performance wurde auch immer besser nach hinten raus. Du wurdest immer sicherer, wahrscheinlich hat es dir ein bisschen Entspanntheit gegeben, sobald die Stühle umgedreht haben. Nee, und da waren auch so krasse Töne dann bei hinten. Da dachte ich so, wow. Und lass mich raten, du bist Motorhead-Fan? Ein bisschen. Ey, ich finde, Rock gehört absolut in unser Team und darum natürlich Team Tom und Bill ist ganz klar, für welches du dich entscheiden musst. Fischi. Fischi. Fischi, guck mal, die Jungs sind Rocker, ist genau richtig. Ich weiß nicht, ob sie die Art von Rock sind, die du und deine Jungs hören. Die sind eher so Bon Jovi-Rock. Wir aber sind auch Bon Jovi-Rock. Aber es ist... Also wir sind auf jeden Fall mehr Rock als Giovanni. Das stimmt, das stimmt. Ganz knapp drüber. Fischi, guck mal. Ich habe auch länger zugehört,
Aber ich habe auch versucht, die Stimme rauszuhören. Man hört, dass da ganz, ganz viel ist. Du hast ein schönes Vibrato, du kannst schön hochsingen. Ich würde dich auch mal gerne den leisen, den tiefen Ton hören. Die Rocker singen, die geilsten Balladen ist einfach so. Um das, was du zeigen möchtest, auf die große Bühne zu bringen, um das wirklich scheinen zu lassen, strahlen zu lassen, bist du bei mir genau richtig aufgehoben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du zu mir kommst. Wirklich sehr. Danke dir. Fishy, you're very unique. The world needs more rock stars like you. And that's the truth. Woo-hoo! And what you did there is so underrated. So underrated. It's not easy. I think you need to come over here. You need to see a different side. There's things I can help you with that you've never considered. But I don't want to change anything because you've got it all. All right? Fitti, wurde viel gesagt. Und ich glaube, es ist Zeit, sich für Bill und Tom zu entscheiden. Oh, it's entscheidend time. Entscheidend time. Oh, yeah, sorry. What time is it? Entscheidend time. Entscheidend time. Okay. Also, ich habe schon einen Favoriten auf jeden Fall. Aber ich würde gerne mich noch mit jemandem beraten. Wenn ich mich mit meiner Mutti kurz beraten dürfte, wäre das perfekt. Oh, mit meiner Mutti. Komm, Mutti. Ab und kämpfte in der Hände. Die wichtigste Frau der Welt! Geil, du, es ist Bratentime. Bratentime. So gespannt. Was glaubt ihr denn? Weil das Ding ist, ich dass nicht bei uns ist so obvious, dass er vielleicht jetzt denkt, er macht vielleicht doch was anderes. Ach, aus Prinzip. Ich glaube, dass er wirklich zu mir kommt. Yeah. Wirklich? Mein Gefühl. Ja, es könnte sein. Fuck! Ist es Mama approved? Oh mein Gott. Also ich habe mich mit Mutti ausführlich beraten. Ich gehe mit durch den Monsun. Ja! Yeah!